Ein fröhliches Hallo aus dem Stubetal, genau gesagt aus Neustift im Stubetal. Für uns geht es heute mit der vielleicht hier im Hintergrund erkennbaren Elferbahn rauf zur Bergstation und dann ungefähr 3 bis maximal 4 Kilometer wieder hinunter ins Hotel nach Nieder. So, für uns geht es jetzt Richtung Issenange Alm, Pinisalm und von dort dann runter Richtung Nieder. Das heißt, wir halten uns jetzt mal in die Richtung und genießen dieses gewaltige Bergpanorama. Ich schwenke mit der Kamera. Da unten ist dann eben Nieder zu erkennen und im Hintergrund auch wieder Fulpmes. Issenanger Alm. Keine Ahnung, ob man das so ausspricht. Wir haben den meisten Abstieg hinter uns. Oder das meiste vom Weg, sagen wir so, weil ich glaube, meisten Anstieg sagt man nicht. Für uns geht es jetzt weiter. Links von der Hütte, wo man die Radfahrer sieht. Talauswärts. Wir kommen von dem Weg, der sich da links davon runterschlängelt. Haben da jetzt eine kurze, nette Rast auf der Bank eingelegt, einen Staudamm gebaut. Und jetzt geht es, wie gesagt, weiter talauswärts. Ich glaube, den Pinisweg oder so. Da gibt es dann auch den Bach. Und ja, ich werde mich von dort wieder melden. Vor uns da unten der Pinisbach, der irgendwo da rechts hinten als tosender Wasserfall herabkommt. Leider gibt es da offenbar keinen offiziellen Weg hin. Wie gesagt, der Pinisbach, der dann unten im Tal in die
Ruhls, wenn man das so ausspricht, mündet, die dann vermutlich irgendwo unten im Tal dann in den Inn münden wird. Geschafft! Neder hat uns wieder. Ich weiß nicht, ob wir oben das erste, die erste Rodelbahnabfahrt, wie man das auch immer nennen soll, gefilmt haben, wie auch immer. Wir sind jetzt eben die Rodelbahn heruntergegangen. Weiß Gott, wie spannend war es jetzt nicht, weil Forststraße, aber mit Kind war es trotzdem die wahrscheinlich beste Wahl. Und ja, gut ist gegangen. Jetzt ab ins Hotel. Raus. Sehr gut, sehr gut. Danke, geht schon weit, gehe ich raus. Danke, gut schwimmen. Ja.